Auf meinem Kanal reden wir ganz oft über große, krasse Methoden, die deine Noten deutlich aufwerten. Gleichzeitig gibt es aber auch viele kleine Hacks, die, glaube ich, meinem 1,0 Abi sehr geholfen haben. Das sind entweder coole Übungen oder halt so kleine Tipps, die man umsetzen kann, um bessere Noten zu erreichen und mehr Spaß am Lernen zu haben. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren für weitere Videos dieser Art. Ich habe letztes Jahr Abi gemacht mit 1,0, studiere jetzt Jura und auf meinem Kanal kommt ganz viel online zu genau diesen Themen, also Schule, Uni, Lernen, Produktivität, Motivation und generell alles. Um das Thema gute Noten. Vergesst daher nicht, meinen Kanal zu abonnieren und falls ihr noch mehr Detailwissen haben wollt und einen Guide haben wollt für eure gesamte Schulzeit, für eure gesamte Abi-Zeit, dann könnt ihr auch gerne mein Buch vorbestellen. Es kommt am 19. März raus und es wird euch wirklich helfen. Die erste Sache, Leute, und ich schwöre darauf, sind Sprachnachrichten. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, was heißt Sprachnachrichten? Ich bin voll die Person, die mit ihren Freunden Kontakt hält, indem sie Sprachnachrichten aufnimmt. Und ich sag euch ehrlich, es gibt teilweise Sprachnachrichten von mir, die gehen dann 20, 30, 40 Minuten. Und das hören sich meine Freunde an. Also wir haben schon eine Kommunikation, die funktioniert. Und was ich aber jetzt bezogen auf die Schule meine, ist, ich habe mir in der Schulzeit und auch jetzt in der Unizeit ganz oft Sprachnachrichten gemacht, in denen ich mir den Stoff selbst erkläre. Teilweise habe ich auch Sprachnachrichten an meinen Freund, an meine beste Freundin gemacht und ihnen den Stoff erklärt, weil das ist basically einfach die Feynman-Methode angewandt. Es geht darum, dass man Dinge erst verstanden hat, wenn man sie einfach erklären kann. Und wenn ich mich dann in die Lage meines Freundes zum Beispiel hineinversetze, der keine Ahnung von Jura hat, ich ihm aber dann irgendwie, was weiß ich, die Mordmerkmale oder so erkläre, dann muss ich es ja in einfachen Worten erklären. Und daran kann ich festmachen, ob ich selbst gut verstanden habe und selbst gut erklären kann und dann eben auch so in der Klausur wiedergeben könnte. Also ich finde, Sprachnachrichten haben viele Vorteile und das Gute ist auch, du kannst dir diese Sprachnachrichten immer und immer wieder anhören. Also ich habe ja zum Beispiel diese 40 Minuten Sprachnachricht, die ich an meinen Freund gemacht habe, noch auf dem Weg zur Bahn angehört, kurz vor der Klausur. Und du kannst es dir immer wieder anhören, auch kurz vor dem Einschlafen, auch meinetwegen in der Nacht beim Schlafen, was euch gut fühlen lässt. Das ist wirklich eine richtig coole Lernmethode. Dann hatte ich in Klausuren immer verschiedene Marker, also so, wie sagt man das, diese Highlighter, diese Textmarker, für verschiedene Kategorien. Ich weiß noch ganz genau, ich hatte in Politik immer diese ich weiß doch nicht mehr ganz genau. Ich weiß ja, dass ich das in den letzten Videos immer mal gesagt habe, ich habe schon wieder vergessen. Ich glaube, es war irgendwie sowas wie blau war Argumente oder irgendwie lila war Sprachliches, blau war Argumente. Ich kann es nicht mehr ganz sagen, weil das sich mittlerweile ein bisschen mit meinem jetzigen Jura-System verbindet. Ich markiere nämlich jetzt die Sachverhalte immer so, dass grün generelle Tatsachen sind, rosa sind so Argumente, die auch von den Parteien vorgebracht werden und blau sind halt bei mir Namen und Daten. Und genau so ein System könnt ihr auch haben, damit ihr immer genau wisst in der Klausur, wie ihr Dinge markiert und nicht erst überlegt, okay, wie will ich mir das Ganze jetzt strukturieren? Also wisst das am besten wirklich schon vorher. Beispielsweise im Politik-Abi, rosa sind die Pro-Argumente, grün sind die Kontra-Argumente und sowas anderes. Dass ihr wirklich schon ein festes System habt. Dann, was ich immer gemacht habe, ist rückwärts zu lernen. Sprich, ich habe mir immer das Ende angeguckt, also die Klausur, worauf ich hinarbeite, das letzte der Reise und dann überlegt, wie kann ich denn da hinkommen. Ich habe mir dann wirklich vorgestellt, ich sitze in der Klausur und ich habe mir dann überlegt, was könnte rankommen, wie könnte die Klausur aussehen. Und dann habe ich versucht, genau für diese Klausur zu lernen. Also genau zu überlegen, wie ist die Struktur, was werde ich gefragt und genau das habe ich dann auch zu Hause gelernt, also sehr prüfungsnah gelernt. Ich habe nicht angefangen, mir irgendwie ein Lehrbuch zu nehmen und das alles durchzulesen, weil das ist ja passives Lernen und nicht so effektiv, sondern wirklich geguckt, okay, ich könnte vielleicht eine Aufgabe bekommen von wegen, da ist jetzt eine Quelle und ich soll die zusammenfassen, beispielsweise. Und genau das habe ich auch zu Hause gemacht. Also ganz prüfungsnah gelernt und immer von hinten basically angefangen. Dann habe ich noch aufgeschrieben, erkläre es einem imaginären Freund. Ich glaube, aber das schließt ganz gut an meinen ersten Punkt an. Einfach versuchen, die Dinge zu erklären und dann merkt man erst, ob man sie richtig verstanden hat. Bei meinem Spanisch-Abi habe ich wirklich mit meinem Hund auf Spanisch geredet und ihm, beziehungsweise das eine sie, ihr auf Spanisch irgendwas über Lateinamerika erzählt, weil ich einfach diese Gewohnheit haben musste, viel auf Spanisch zu reden, weil ich hatte meine mündliche Prüfung im Abitur auf Spanisch und ich musste einfach, das wusste ich dann, ganz, ganz viel Spanisch reden, um es einfach zu üben, um dieses prüfungsnahe Lernen zu haben und immer wieder zu versuchen, das wirklich genauso anzuwenden, wie es in der Prüfung letztendlich wird. Und ich habe mit jedem hier Spanisch geredet, ich habe spanische Songs gehört, ich habe mir Mindmaps gemacht und sie überall hier hingehangen, ich habe, weiß ich, Tagebuch auf Spanisch geschrieben. Das ist halt so ein kleiner Change, finde ich. Wenn man jetzt sagt, ich schreibe jetzt mein Tagebuch auf Englisch oder auf Spanisch oder auf Französisch. Oder irgendwie, okay, kurz bevor ich einschlafe, gehe ich nochmal 10 Minuten im Kopf durch, was ich heute gemacht habe in der Schule. Das sind so kleine Dinge, die aber ganz, ganz viel bewirken. Und ich weiß nicht, ob mich jemand von euch schon 2021 kannte.
Da hatte ich einmal ein Vision Board neben meinem Bett hängen und da war ein zentraler Aspekt, ein Satz. Ich glaube, das war sogar mein Motto. Und es hieß Consistency over Intensity, also quasi Konsistenz, Regelmäßigkeit ist wichtiger als diese Intensität. Und das finde ich immer noch. Ich habe richtig früh angefangen, für mein Abi zu lernen, für Spanisch, für Englisch nicht. Und ich habe jeden Tag ein bisschen gemacht. Ich habe immer ein bisschen Tagebuch geschrieben, ein bisschen mit Leuten geredet auf Spanisch. Und ich habe aber deswegen nie irgendwie einen Tag 10 Stunden lang gelernt. Und nach dieser Prämisse lebe ich immer noch und finde die auch immer noch richtig. Das waren jetzt ein paar kleine Hacks von mir. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, wie ihr sie fandet. Falls ihr noch mehr Tipps und Tricks wissen wollt, wie ihr zu guten Noten kommt, wie euch Lernen mehr Spaß macht, dann vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und auch mein Buch schon mal zu bestellen. Ich hoffe, es gefällt euch und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis ganz bald. Bis dann. Adios.